Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das 2.3 Update ist da. Das Half-Year Anniversary ist da und die ganzen Belohnungen dazu. Alles ist da. Die Erstkaufbelohnungen wurden geresettet. Ich würde sagen, dass wir das Stadium direkt wieder ausgeben. Also, das ist ja klar. Holen wir uns immer, oder? Moment, wir holen erstmal die großen Pakete. Also, Geschenkpaket 2 hole ich mir auf jeden Fall. Geschenkpaket 1 habe ich schon gekauft. Hat man für 10 Tanium ein Pull bekommen. So, das holen wir uns auf jeden Fall. Das würde ich auch auf alle Fälle holen. 30 Puls, 40 Puls für 3280. Normalerweise kriegen wir für 3000 nur 25 Puls. Oder hier 30. Also, wir kriegen 10 Puls mehr. Haben wir noch 2800. Ich glaube, dass das Ding hier auch sehr wurf ist. Vielleicht sollten wir das holen. Und dann noch die kleinen Pakete. Ja, machen wir mal so. Wir holen uns das Paket. Dann haben wir noch 905. Das sollte dann für den 60er hier reichen. Für den 180er. Und für den 300. So schnell sind 6500 Tanium. Aber wir haben 250 Puls so. 80 Matrizenpuls. Nochmal 195 rote Puls. Oder Matrizenpuls, die kosten ja gleich viel. Okay, erzähle ich euch schon mal den Plan. Wir wollen Erlös für unsere Tsubasa. Austausch mit der Tsubasa. Und das Ziel ist es, die auf C3 zu hauen. Wir machen C3. Gehen dann rein in ihre 4er Matrizen. Und dann gucken wir, ob wir sie C6 bekommen. Wenn nicht, bin ich auch mit C4, C5 zufrieden. Der Knackpunkt ist, wir müssen 2 verschiedene Matrizen von ihr pullen. Und dann können wir für Flammgold einmal eine Matrize rauskaufen. Und für 80 Matrizenpull-Währung die andere. Also wir müssen 2 verschiedene Slots von ihr auf jeden Fall pullen, damit wir den 4er Buff hier haben. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lang rum. Wir gehen direkt rein in die Pulls. Wie gesagt, C3 pullen wir sie jetzt. Und dann gehen wir in die Matrize und dann gehen wir wieder in sie rein. Mal gucken, ob wir vor der Pity mal ziehen. Oder irgendwas an SSR. Dann gehen wir rein. Die ersten 10. Let's go. So. Der erste Multi ist nicht. Zweite Multi auch gar nichts. Rein in den dritten. Vierter Multi auch nichts. Okay. Wir haben noch, ja, einige Puls vor uns. Die auch nichts. Dann gehen wir jetzt in den fünften Multi rein. Oh, SSR. Okay, Pull, also Pull Nummer 51. 52. 53. King. Geben wir es, kann kein 2 sein. King haben wir schon C6, wisst ihr schon von den früheren Videos. Wir haben den oft genug Duplikat gezogen. 10 Schwarzgold oder wie das heißt, nehmen wir mit. Dann gehen wir einfach rein in Pull Nummer 6. Beziehungsweise Multi Nummer 6. Gehen wir einfach rein. Multi Nummer 7. Auch nix. Und jetzt haben wir Pity. Jetzt haben wir Pity, jetzt muss was kommen. Wir hoffen auf Illus. Wir brauchen sie zweimal ziehen innerhalb den ersten 130 Puls. Dann können wir sie auch einmal rauskaufen. Dann haben wir sie schon mal C3 und dann können wir die Matrize rein. 2. 3. 4. 5. Wir könnten ja vor der 80. noch SSR bekommen. Das nehmen wir mit. 6. 7. 8. Und jetzt letzte Chance. Okay. Es ist die Pity leider. Also, nehmen wir mit, wenn es alles ist. Komm schon. Das sieht nach alles aus, ja. Nice, wir sind gut dabei, wir sind gut dabei. Erste Pity Alice. Guck mal, wie schön. Oh mein Gott. Nehmen wir. Nehmen wir sehr gerne. So, erste Pity direkt alles gezogen. Und damit das Game weiß, dass wir es ernst meinen, wird sie auch sofort ausgerüstet. Und gelevelt. So, da wären wir. Wir haben Alice auf 160 gelevelt. Das Game weiß es, dass wir es ernst meinen. Und wir gehen einfach direkt wieder rein. Ohne Gnade. Falls ihr das Video gestern nicht gesehen habt, die Golden Pulse spare ich dafür, dass Tricks, Haki und so weiter im Standbanner sind. So. Erster Multi.
Also jetzt in diesem Pitila Run. Okay, erste Multi nix. Zweiter Multi von 8 ist so Pitti. Auch nix. Pitti Nummer 3. Multi Nummer 3. Pitti Nummer 3 sag ich auch noch. Auch nix. Multi Nummer 4. Es wäre gut, wenn wir in dem Multi einfach zweimal alles ziehen. Das wäre auf jeden Fall schon insane. Auch nix. C3. Dann gucken wir mal, was in dem Multi abgeht. Auch nix, Mann. Also langsam wird's knapp. Jetzt ist Multi Nummer 6 von 8. Auch nix. 7 von 8. Wenn jetzt auch nichts ist, muss es in der Pitti wieder werden. Oh, okay. 10 von der Pitti. Jetzt Elys. Und dann nochmal Elys in der Pitti. Dann sind wir erstmal dann. Wir haben ja eh noch 30.000 Dark Crystal, also viel gepult, keine Sorge. Es ist Samir. Immerhin kein King oder sowas, ich eh schon C6 habe. Aber dafür muss jetzt Elys werden. Okay. Wir haben eine 50-50 Chance, wir haben Elys nicht bekommen, dann haben wir Elys bekommen, jetzt haben wir Elys wieder nicht bekommen. Das heißt, wir kriegen jetzt Elys, ne? Ja. Hier keine andere Möglichkeit. Gucken wir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jetzt kommt der SR. 9 und jetzt kommt unser SSR und zwar Elys. Es ist nicht Elys. Wir haben 3 von 4 SSRs nicht Elys gezogen. Das ist scheiße. Wir haben noch 80 Plus. Wir ziehen nochmal bis zur Pitti durch. Wird kein Weg dran vorbei. So. Das ist wieder der erste Multi. Direkt SSR. 3 Multis, 3 SSR. Nehmen wir mit. Oh, Junge, ja. Pull Nummer 161 ist alles. Pull Nummer 80 war alles. Pull Nummer 161 ist alles. Nehmen wir. Oh mein Gott, wir haben echt gut Glück. Also nehmen wir mit. Wir haben jetzt sozusagen in dem 7. Multi Sami bekommen, in dem 8. Shiro mit Pitti und jetzt haben wir noch alles hinterher. Direkt weiter. Wir müssen unser Glück aufbrauchen. Weil wir werden danach die nächsten Banner erstmal skippen. Ach du Scheiße! Es ist noch ein SSR! Noch ein Off-Pity-SSR! 4 Multis, 4 SSR! Ey, wenn es jetzt alles ist, ne? 3. 4. Alter, bin ich dunkel. 5. 6. Oh Gott, ich dachte gerade, das wäre Shiro. 7. 8? Es ist der 10. Okay. Elys, bitte, ich drück nicht. Drück nicht, mach selber. Ach, wir sind da, Leute. Wir sind da. Wir sind doch da. Pull Nummer 161 und Pull Nummer 180, glaube ich, sind auch Elys gewesen. Und Pull Nummer 80. Es ist so schön. Wir haben noch nicht mal die Pulls aufgebraucht. Wir haben noch nicht mal angefangen, da Crystals aufzubrauchen. Ihr wisst, was wir jetzt machen. Wir kaufen uns einmal Elys raus. Und wir haben sie jetzt, wenn ich mich nicht erzählt habe, C3. Ja, wir haben sie C3. Upgraden wir? Nee, wir upgraden nicht. Wir hoffen darauf, dass wir einfach mehr Glück haben, wenn wir sie nicht upgraden. Und dann gehen wir rein in die Matrizen. Wir brauchen 2 verschiedene Matrizen von ihr. Also in 2 Slots. Dann sind wir auch wieder fein. Dann beschweren wir uns über gar nichts. Es passt alles. Wir brauchen in 80 Puls 2 Matrizen von ihr. Und zwar in verschiedenen Slots. Und wir gehen direkt rein, ne? Erster Multi. Hier ist ja bei der 4. Multi schon PT. Also es ist tatsächlich möglich. Okay, erste Multi ist nix, gib mir. Wollen wir nicht. Zweiter Multi. Auch nix. Dritter Multi jetzt. Komm schon, jetzt wäre schön. Jetzt wäre was schön. Auch nicht, wir müssen auf Pitti. Wir müssen auf Pitti und dann in dem 40 brauchen wir noch einen. Das ist jetzt tough.
So. Stell dir mal zu, dass wir natürlich wie immer durchlaufen. Eins, zwei, drei. Ich hoffe, dass wir vor der 40 sind. Vier, glaube ich. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay, es ist die bitte zumindest alles. Gib mir einfach alles. Es ist alles super. Okay, wir beschweren uns nicht. Innerhalb von 40 Puls ein alles. Matrize ist sehr gut. Müssen wir ihn jetzt nochmal machen? Zu einem anderen Slot. Rein da. Das ist super, das gefällt mir. Wir haben gut Glück, Jungs. Wir haben heute gut Glück. Ah, ich dachte, ich war gerade kurz duschen. War nix. Okay, der sechste bzw. der zweite Multi jetzt. Okay, es ist er. Wenn es jetzt nicht Alys ist, ist es auch okay, weil dann könnten wir in der Pity immer noch Opsi Pull reinkriegen. Zwei. Drei. Vier. Tsubasa, scheiße. Nehmen wir an, es ist kein anderer drin, okay. Wir brauchen jetzt einfach noch einen Alys. Und zwar nicht Glaube, bitte. Ich glaube, das ist jetzt der Multi Nummer 3, gell? Wieder. Und danach Pity nochmal. Bitte, ey, es muss einer von beiden muss alles sein. Aber bitte anderer Slot. Drei. Hier ist es wieder. Es ist ein anderer Slot sogar. Oh mein Gott, wir sind so gut dabei. Oh mein Gott. Wir ziehen trotzdem nochmal. Weil wir die 80 Währung brauchen. Wir haben nur 70. Und wenn wir jetzt irgendwo Alys nochmal ziehen, ist es okay, dann haben wir eine Alys-Matrize auf C1. Ist auch gut. Haben wir gute Base-Stats dann dadurch. So, das ist jetzt der Pity. Das gibt mir nicht. Auch wenn wir wissen, dass wir es dasselbe bekommen und auf nichts kaufen müssen. Weil die Animation ist zu schön. Kann man ja nicht einfach skippen. So, 1, 2, jetzt noch ein SSR vor der Pity wäre richtig lustig. 3, 4, 5, 6, Tsubasa. Wir haben noch ein SSR, das heißt Pity. Kriegen wir nochmal ein SSR, 7, 8, also so viel Tsubasa heute. 9, und jetzt Pity, nochmal Alys wäre richtig lustig. Okay, nehmen wir mit. Wir haben, was wir wollten, wir haben zwei Alys-Matrizen. Alys-Matrizen. Das heißt, Erinnerung und Gedanke kaufen wir uns raus. Es könnte nicht besser laufen. Wir haben noch so viel, wir kriegen sie fast, also wie sie garantiert sie 6? Ich habe schon vergessen, wie viel Puls das waren. 194, wir haben 262 Puls. Wir haben 262 Puls, das ist mindestens zweimal noch rauskaufen. Eher dreimal. Wir haben sie C6. Wir haben sie einfach C6. Wir haben sie so gut wie zu 100% C6. Das ist super. Also wenn wir sie jetzt nicht... ich glaube, wenn wir sie jetzt gar nicht pullen, können wir sie trotzdem dreimal rauskaufen. Weil das heißt, wir ziehen dann ja King oder irgendwas anderes, was ich schon C6 habe. Und die geben 10 Flammgold, weil ich die ja schon C6 habe. Egal, wir pullen einfach rein. Und hoffen, dass wir nicht so viel ausgeben müssen. Dann haben wir immer noch Dark Crystals für... Rigsaki? Ich weiß nicht, ob wir da jetzt reingehen, weil die laufen ja auch Rerun parallel. Also, das war jetzt der... Wo sind wir eigentlich? Multi Nummer 3 von 80. So, Multi Nummer 4. Ich kann mich echt nicht beklagen. Wieder SSR. Oh, ich bin so lucky, Leute. Das ist echt insane, wie lucky ich heute bin. 2. 3. 4, 5, ich dachte wieder Schiere. 6, 7, 8. Koko, ja, Koko, deswegen meinte ich's. Wenn wir sie gar nicht bekommen, easy, weil ich hab Koko C6. Wir kriegen 10 Flammengold. Wir pullen einfach weiter. Wir haben ja noch die Pity vor uns. Mindestens zweimal noch. Also Multi Nummer 5 ist, glaube ich. Ich bin so dumm. Ich hab geskippt aus. Okay. Okay, ich habe kein Asset. Ich habe außerdem geskippt, sorry. War ein Missklick. Aber ja. Multi Nummer 6. Nix. Multi Nummer 7.
Auch nichts. Und jetzt ist Pity. Ja. Hm. Also einmal Elys wäre zumindest noch cool. Dann kommen wir sie zweimal raus. Die Matrize müssen wir noch rauskaufen, nicht vergessen. Gehen noch 50 Gramm Gold. Ja. Das ist 4. Nummer 4, glaube ich. 5. 6. 7. 8. 9. Okay, es ist die Pity. Alles? Alles. Alles. Ich kann mich schon nicht mehr freuen. Ich habe die heute schon 10-mal gesehen gefühlt. Ey, das ist echt insane, was für Glück wir haben. Wir gucken mal. Kaufen auf jeden Fall die Truhe schon mal raus. Dann können wir noch einmal sie rauskaufen. Jetzt schon. Wir brauchen sie nur noch einmal. Wir müssen sie nur noch einmal ziehen, dann haben wir sie C6. Dann gehen wir rein und ziehen sie einfach mal. Ich sage bis Pull Nummer 4. Das ist jetzt der erste Multi. Die ersten 10. Okay, noch nicht. 20. Auch nicht. Okay. Pull Nummer 30. Und wenn es jetzt nicht ist, muss es im nächsten Multi sein. Weil sonst habe ich scheiße gelabert. Auch nicht scheiße. Wir brauchen jetzt SSR. Lass mich nicht im Stich. Bitte. Gut, die Wahrsager-Karriere können wir abbrechen. Es war nicht innerhalb der nächsten Kids. Aber jetzt sind wir Multi Nummer 5. Wieder nix. Multi Nummer 6. Okay. Okay. Gib mir jetzt Elys. Einfach Elys. 1. 2. 3. 4. Noch ein SR. 5. Ich jetzt ein bisschen rausgekommen, dass die zwei SR sind. King, ja. Unser Homie. Den sehe ich öfter, als ich meine Mutter sehe. Ich weiß nicht. War das jetzt... Das war jetzt 2 vor Pity. Okay. Das ist jetzt Multi Nummer 7. Nochmal SSR wäre super und dann Pity kriegen wir alles. Ne? Ah. Also... Ich meine, die Wahrsagekarriere kann ich wohl doch wieder aufnehmen. Was soll ich noch sagen? Was soll ich euch noch sagen? Was muss ich mehr machen? Ey, wir sind fertig. Wir haben noch 20.000 Dark Crystals. Wir upgraden kurz. Dann kommen wir sie jetzt noch einmal raus. Elys C6. Vierer Matrizenset. Freak C4, Saki C1. Was wir noch machen könnten. Aber ich glaube, wir machen es nicht in diesem Video. Ich lasse euch mal entscheiden. Wir könnten Saki oder Frick versuchen hochzupullen. Ding ist, die werden ja auch irgendwann in Standard-Banner kommen demnächst. Deswegen ist da die Frage, wie sinnvoll es ist. Wahrscheinlich gar nicht. Wie ihr seht, haben wir Frick C4. C5 wäre eigentlich sehr cool. Also C5 wäre echt insane. 6 wäre auch sick. Sollen wir die Pity noch wegpullen auf Frick? Wir haben 130 Puls. Könnten die auch einfach behalten. Und dann, wenn irgendwann Lin kommt, reinhauen. Dann kommen Umi, Fenrir. Fenrir wäre noch cool für mein Volt-Team. Muss aber nicht sein. Danach kommt Lan. Und Ikarus wird wahrscheinlich ein Must-Have sein. So wie der sich liest. Das sieht aus, als ob Ikarus Freak ersetzt. Sonst könnten wir eigentlich auch ihre Matrizen pullen, um da die Constellations hochzubekommen. Wäre nicht dumm auf jeden Fall. Wir wären dreimal Pity. Und wir würden einmal mindestens rauskaufen können. Ich lasse euch entscheiden in den Kommentaren. Schreibt bitte rein. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Wir haben 10 vor Pity, könnten wir so lassen, bis Ikarus rauskommt. Dann wird Ikarus nochmal reingehustelt, wahrscheinlich auch C6. Wir könnten Frick oder Saki pullen. Weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist. Die kommen eh innerhalb der nächsten Monate in Standardbanner. Ja, wir könnten die Matrizen von Elys halt eben pullen. Oder wir behalten es. Ihr schreibt es in die Kommentare. Ich weiß selber nicht. Aber wir haben erreicht, was wir wollten. Wir haben Elys, Frick, Saki. Und für die, die es noch sehen wollen, showcase ich jetzt mal die Waffe. Gleich in der vergessenen Sinnestäuschung. Für die, die es sich interessiert, haut rein bis zum nächsten Video. Lasst mir ein Like da. Und schreibt auf jeden Fall auch, was ihr denkt, was ich im Puls machen soll. Behalten auf Elys oder sogar Frick und Saki. Ansonsten, danke fürs Zuschauen bis hierhin. Und jetzt kommt der Elys Showcase. So, willkommen beim Damage-Test.
für die, die sich wundern, ich habe natürlich noch meine Matrizen gelevelt. Habe ich ihm bis jetzt ja gar nicht gezeigt gehabt. Ich habe meine Matrizen gelevelt. Und ich habe jetzt ihre Simulacra auch freigeschalten. 4000. Habe es auch ausgerüstet natürlich. Und damit gehen wir jetzt rein in die vergessene Sinnestäuschung. Spaß damit. Ich hoffe, dass da ordentlich was schafft. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.